willkommen zum Bellini Hundephysio Adventskalender. Heute geht es um diese Übung. Und zwar soll euer Hund lernen, mit den Hinterpfoten auf einem Gegenstand zu stehen. Das ist auch wieder eine gute Übung für die Rumpfmuskulatur, für das Schultergürtel und für die Vorderbeine. Ja? Die Übung ist nicht ganz so einfach, denn viele Hunde sind sich gar nicht bewusst, dass sie Hinterpfoten haben. Ja? Deswegen beginne ich bei der Übung immer, indem ich ihn erst in diese Stellung hier bringe. Das haben wir ihm ja schon beigebracht im letzten Video. Und dann docke ich ihn einfach nach vorne, bis er hinten auf dem Gegenstand steht. Und belohne ihn dafür. Und das mache ich so lange, bis er verstanden hat, dass ich genau diese Position haben möchte. Wenn der Hund verstanden hat, was ich von ihm möchte, kann ich das Ganze mit einem Kommando verknüpfen. Bei mir ist das hinten. Dann weiß er ganz genau, er soll mit den Hinterpfoten stehen bleiben auf dem Gegenstand. Das Ganze funktioniert bei ihm dann später auch so. Ich kann ihn nach vorne locken und mit hinten da drauf schicken. Ihr seht, er sucht ganz gezielt mit den Hinterpfoten nach dem Gegenstand, um sich dort drauf zu stellen. Was bei ihm nicht funktioniert ist, wenn ich ihn jetzt schicke, hinten, dass er dann wirklich dann auch wieder direkt in den Hinterpfoten sucht. Er läuft dann einmal kurz mit den Vorderpfoten drüber und bleibt dann so stehen. Das ist mir aber vollkommen egal. Mir ist wichtig, dass er weiß, was er zu tun hat und dass er auch so stehen bleibt. Ob er jetzt dann mit den Vorderpfoten noch einmal drüber läuft oder nicht, ist mir komplett egal. Ja? Wenn ihr jetzt natürlich nicht so einen tollen Fitbone habt, könntet ihr auch wieder andere Gegenstände nehmen. Zum Beispiel wieder ein dickes Buch oder einen Hocker. Wie schon beim letzten Mal gesagt, passt darauf auf, dass die Höhe des Gegenstandes an die Größe von eurem Hund anpasst. Das heißt, wenn ihr einen sehr großen Hund habt, könnt ihr natürlich einen höheren Gegenstand nehmen. Und wenn ihr einen kleinen Hund habt, lieber einen kleineren. Und sowieso immer am Anfang niedrig anfangen und sich langsam steigern. Der Hund muss langsam die Muskulatur aufbauen und soll nicht gleich von Anfang an eine hohe Position einnehmen. Das gilt auch für Sporthunde, weil Sporthunde sind zwar trainiert, aber oftmals werden da schon noch ganz andere Muskelgruppen angesprochen. Deswegen lieber auch klein anfangen und langsam steigern. Also, wenn ihr ein Video oder ein Foto von eurem Hund habt, wie ihr diese Übung macht, dürft ihr das sehr gerne auf meiner Facebook-Seite posten. Und wenn ihr ein Foto von euch in einem Christmas-Hütte habt, dürft ihr es mir auch gerne schicken. Tschüss für heute. So, jetzt kommen wir auch schon zum Gewinnspiel. Wollt ihr dieses Balancekissen gewinnen? Das geht ganz einfach. Ihr postet einfach ein Video oder ein Foto von eurem Hund bei einer von diesen Übungen auf meiner Facebook-Seite. Falls ihr kein Facebook habt, könnt ihr es gerne auch per E-Mail zukommen lassen. E-Mail-Adresse und Facebook-Seite findet ihr unten in der Infobox. Bis einschließlich zum 26. Dezember habt ihr Zeit, das zu tun. Danach wird der Gewinner gezogen und bekannt gegeben. Dann bleibt mir nur zu sagen, viel Glück, tschüss!